So, liebe Leute, heute möchten wir die Industriemeister-Handlungsqualifikationsprüfung 2023-2 für Metaller besprechen, und zwar die Aufgabe 3 aus dem Prüfungsteil Technik. Wir haben die Fragestellung so umformuliert bekommen und versuchen jetzt mit den Daten, die wir hier haben, über die Runden zu kommen. Und nach allen Recherchen, die wir dazu angestellt haben, sieht es eben so aus, dass ein pneumatischer Geschwindigkeit mit einer linearen Geschwindigkeit von 0,8 Meter pro Sekunde verfährt. Die Hublänge dieses Pneumatikzylinders beträgt 500 Millimeter. Da haben wir ihn. 500 Millimeter Hub und fertig. In einer Minute soll der Pneumatikzylinder 30 Vorschubbewegungen ausführen. Das heißt, das Bürschchen fährt also 30 Mal ein und aus und umgekehrt. Aus und ein und so weiter und so weiter. Die Zeit für den Rückhub beträgt 0,8 Sekunden. Okay, das heißt, er fährt aus und dann hat er also 0,8 Sekunden Zeit, um wieder einzufahren. Keine Ahnung, ob das Einfahren jetzt schneller oder langsamer gehen soll, wissen wir nicht. Mit welcher Beschleunigung und Verzögerung arbeitet der Zylinder, wenn die Verzögerung doppelt so groß ist wie die Beschleunigung? So, da bleibt uns jetzt die Frage im Raum stehen, wie wollen wir da zu Werke gehen? In der Prüfung soll gestanden haben, dass es sich auf den Vorhub bezogen hat. Und wenn keine Pausen zwischen dem Aus, Einfahren und wieder Aus- und Einfahren vorliegt, dann ist es tatsächlich so, dass insgesamt 2 Sekunden verbraucht werden für einen Vor- und Rückhub. Das heißt also, in einer Minute soll er Vorschubbewegungen ausführen. Das würde also bedeuten, 60 Sekunden entsprechend 30 Hüben bedeutet tatsächlich, dass er 2 Sekunden für einen Hub hat. Und diese 2 Sekunden bestehen aus Vor- und Rückhub. Vor- und Rückhub. Okay, das habe ich verstanden. So scheint auch die Fragestellung gewesen zu sein. Wenn er für den Rückhub 0,8 Sekunden braucht, 0,8 Sekunden für den Rückhub, verbleiben also 1,2 Sekunden für den Vorhub. Wow, das habe ich kapiert. In beiden Fällen scheinbar ist die Beschleunigung halb so groß wie die Verzögerung oder die Verzögerung doppelt so groß wie die Beschleunigung. Nun wollen wir uns das mal anhand eines kleinen Diagramms deutlich machen. Und wir haben uns jetzt hier auf den Vorhub geeinigt, dass wir also über diese Zeit des Vorhubs sprechen. Soll bedeuten, wir machen uns ein VT-Diagramm. Wobei hier die Geschwindigkeit V ist und hier die Zeit T. So, und nun müssen wir das Ganze nochmal versuchen, so ein bisschen hinzukriegen. Wir wissen, dass der gesamte Vorhub also 1,2 Sekunden groß ist. Also die Beschleunigung und Verzögerung, wenn die Verzögerung doppelt so groß ist, das heißt, er hält also in der Hälfte der Zeit an. Das heißt also, die Rampe für die Beschleunigung muss flach sein und für die Verzögerung muss sie steil sein, weil er da nur die halbe Zeit verbraucht. Aha, okay, schreib es nochmal bitte hin. Also er beschleunigt, fährt mit konstanter Geschwindigkeit weiter und dann verbraucht er die halbe Zeit, um abzubremsen, denn das wäre die doppelte Verzögerung. Aha, okay. Wir wissen, dass er hier 0,8 Meter pro Sekunde im linearen Bereich verfährt. Und wir wissen natürlich auch, nachdem hier unser kleines Kopfkino das hergibt, dass der Gesamtbereich hier sozusagen, na komm mal schnell,
1,2 Sekunden sind. Das heißt also, für den Vorhub verbrauchen wir 1,2 Sekunden. Alles klar. Für den Rückhub würde es natürlich im Prinzip genauso aussehen, nur eben mit einer kleineren Zeit, dass er eben schneller zurückfährt. Alles klar, verstehe. Wir wissen allerdings auch, dass wir hier jetzt noch so ein kleines bisschen überlegen müssen und sagen, naja, ist ja klar, wenn Beschleunigung und Verzögerung gleich groß wären, wären auch die Zeiten gleich groß. Da aber jetzt die Verzögerung doppelt so groß ist, ist das also die Hälfte der Zeit, ein halb t, wir für die Beschleunigung gebraucht haben müsste. Okay, also in einer Sekunde beschleunigt er, theoretisch mal einfach in Zahl gesprochen, und in einer halben Sekunde verzögert er, das würde die doppelte Verzögerung bedeuten. Okay, das habe ich jetzt kapiert. So, und das Einzige, was ich tatsächlich weiß, ist im Grunde nach wie vor, dass der Gesamtweg, den der Zylinder in diesen 1,2 Sekunden überstreicht, praktisch 500 Millimeter groß ist. Also S sind unsere 500 Millimeter. Habe ich das richtig verstanden? Eine Hublänge, alles klar. Ein 500 Millimeter hin, 500 Millimeter zurück. Alles klar, voll gerafft. So, nun müssen wir natürlich das Ganze hier wieder in irgendeine vernünftige Form bringen. Und das geht dann eben so, dass wir uns die Wege hier wieder aufteilen, weil das T ist ja die gesuchte Größe, weil um die Verzögerung zu bekommen und die Werte selber, mit denen hier beschleunigt wird, brauchen wir natürlich die Zeiten, weil wir erkennen natürlich schon, dass unser Lösungsalgorithmus sein muss, V ist gleich A mal T. Wenn ich die Zeit kenne, und die Geschwindigkeit, dann brauche ich also einen Zusammenhang zwischen V und T. Und das ist eben praktisch dieses V ist gleich A mal T, wie wir es aus der Formelsammlung BQNTG ja schon kennen. Okay, alles klar. V ist das hier. A ist eben entweder dies oder das, je nachdem, welche Zeit wir dort einsetzen. Aber es ist kein Problem. Wenn wir eins haben, wissen wir, dass das andere entweder halb oder doppelt so groß ist. Je nachdem, worauf wir uns jetzt konzentrieren. Gut, was wolltest du erzählen? Du wolltest sagen, dass wir hier die Wege haben. Wenn das hier der Weg S1 ist, dann haben wir hier den Weg S2. Meinst du, dass wir das vielleicht ein bisschen deutlicher machen könnten? Ja, der Weg S1 geht von hier bis hier. Der Weg S2 geht dann von da bis da bis da und so weiter. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite den Weg S3. S1, also von dieses Dreieck sozusagen, mal es nochmal ein bisschen vielleicht deutlicher raus. S1. Dann habe ich den Weg S2. Das ist die gleichmäßige oder gleich die Fortpflanzung bei gleicher Geschwindigkeit. Und hier hinten habe ich natürlich die Verzögerung S3, die hier hinter liegt. Und wir wissen natürlich, dass der Gesamtweg nichts anderes ist als S1 plus S2 plus S3 ist gleich der Gesamtweg S. Und so haben wir hier sozusagen den Zusammenhang hergebetet. Okay, boah, das klingt ja alles sehr schön und gut. Dann versuch doch bitte einfach jetzt mal die Wege zu beschreiben. Okay. Der Weg ist nichts anderes als das halbe Dreieck, also schreibe ich mal hier oben jetzt S1 mal hin. Und zwar auch gleich mit Zahlen, weil sonst wird mir das wieder alles ein bisschen zu blöde. Also, der Weg S1 ist nichts anderes als V mal T geteilt durch 2. Okay, V ist 0,8 Meter pro Sekunde. T kenne ich nicht. Mal T. Und davon die Hälfte geteilt durch 2 habe ich fertig. Das ist also mein S1. Okay, habe ich kapiert. Plus S2 ist, oh mein Gott. Das heißt also, ich muss jetzt abziehen. 0,8 ist erstmal der Weg. 0,8 Meter pro Sekunde. Das habe ich verstanden. Und jetzt brauche ich natürlich dieses Zeitfenster hier zwischen von da nach da, um das eben entsprechend zu beschreiben. Ja? So, und jetzt kann man natürlich sagen, T plus ein halb T ist 1,5 T. Aha. Dann verbleibt eigentlich hier zwischen
Ich weiß nicht genau. Also das Fenster ist, also versuch's doch noch mal ein bisschen besser zu rauszuarbeiten. Dieses Zeitfenster, das hier, das ist also 1,2 Sekunden ganz Länge minus T minus ein halb T. Boah, ja, ist das so richtig oder was? Ja, genau so ist das. Das ist die Zeit, mit der der Pneumatikzylinder mit gleicher Geschwindigkeit fährt. Ja, kann man das hier noch irgendwie fein zusammenfassen? Na, ich hatte es ja schon gesagt. 1 plus 1,5 muss ich also abziehen, also 1,2 Sekunden minus 1,5 mal T. Ey, 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 wer sich sowas ausdenkt, Respekt. Ja, aber 14 Punkte sind auch nicht schnell verdient. Und jetzt denken wir bitte daran, diese rote Länge mal der Höhe. Und das müssen wir also in Klammern setzen. Okay, was soll ich da jetzt schreiben? Mal 1,2 Sekunden minus 1,5 mal T. Klammer zu oder was? Jawohl. Diese Länge, also nochmal in Gedanken, das ist die Zeit, die ich nicht kenne, die ich aber hoffentlich berechnen kann. Und dann entsprechend das Klammerergebnis mit der Geschwindigkeitskennzahl hier entsprechend verstanden. Okay, dann kommt plus S3. Naja, der gilt jetzt natürlich wieder 0,8 Meter pro Sekunde. Alter Vater, ey. Mal ein halb T. Mal ein halb T. So, und das Ganze ist wie viel? Naja, du hast es eben schon gesagt, nämlich diese 500 Millimeter. Okay. Wow. Das soll ich jetzt alles ausrechnen? Ja, genau. Und da kommt man jetzt leider nicht drum herum, aus dieser Gleichung, das T herauszuarbeiten, um dann entsprechend dazu natürlich seine Lösung dann abzuleiten. Nur, dann mach das doch mal. Das gleiche Zeichen kann man hier gar nicht lesen, ist aber so. Ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also ich sehe hier 0,4 Meter pro Sekunde mal T. Okay, 0,8 kann ich. Dann werde ich natürlich diese Zahlen hier mal fein auseinander addieren. T schreib mal ordentlich, damit du hier in deiner Sorgsamkeit nicht mit dem Pluszeichen durcheinander kommst. 0,8, 0,8 Meter pro Sekunde. Mal, musst du ja jetzt ausmultiplizieren, 1,2 Sekunden. Okay, dann ist das ausmultipliziert, richtig. Sekunde kürzt sich raus, habe fertig. Minus 0,8 Meter pro Sekunde mal 1,5 mal T. Poi. Ja, ist einfach nur rechnen und mach dich nicht verrückt, Junge. Plus, naja, hier gilt das Gleiche. 0,4, aber hier hast du einen Fehler gemacht, mein Bester, weil du weißt natürlich, das mal das wäre die Gesamtfläche, also musst du das Ganze natürlich hier nochmal durch zwei teilen. Also das kommt davon, wenn man die Aufgaben nicht richtig vorrechnet, aber so ist das nun mal im Prinzip, was ja auch kein großes Problem ist für uns. Wir haben es ja hier eben gerade noch Gott sei Dank rechtzeitig erkannt, weil Höhe, dann das gesamte Rechteck und hättet ihr mir noch einen Hilferuf zusenden können, wäre auch angekommen. Also 0,8 geteilt durch 2 ist 0,4, geteilt durch 2 ist 0,2 Meter pro Sekunde mal T. So, jetzt haben wir das aber hier raus oder was? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist gleich 500 Millimeter. Na, du freust dich schon, dass die Lösung langsam in greifbare Größen kommt oder was? Ja, da muss man jetzt erstmal zusammenfassen, würde man wohl in schlauen Kreisen sagen, ist nämlich gleich. Also, das ist der einzige Wert, den ich tatsächlich schon ausrechnen kann. Ja, diesen Wert kann ich ausrechnen. 0,8 mal 1,2. In den anderen befindet sich überall das T. Ja, nun bleiben wir einfach mal bei dem, was du dir jetzt hier überlegt hast. Da ist das T drin, da ist das T drin, da ist das T drin. Dann musst du die alle zusammenbasteln. Wie meinst du das jetzt bitte? Naja, du kannst sie zusammenzählen. Du könntest doch 0,4 plus 0,2 rechnen, dann ist das 0,6 Meter pro Sekunde mal T. Rechne doch bitte erstmal das hier aus. Also 0,8
mal 1,2. So, 0,8 mal 1,2 gleich. Hast du dich vertippt hier oder was? Nö, 0,96. Das ist also 0,96. Das beides multipliziert. Sekunde geht weg, Meter. Richtig. Hier hast du schon gesagt, kann man zusammenzählen. 0,4 ist gleich plus 0,4 plus 0,2 sind 0,6 Meter pro Sekunde mal T. Okay, aber hier steht doch noch was anderes mit T. Das hast du jetzt gar nicht geschrieben. Richtig. Minus, auch hier kann ich natürlich 0,8 mal 1,5 rechnen. Dann mach das doch mal bitte. 0,8 mal 1,5 gleich. Habe ich wieder was vergessen? Nö, 1,2 Meter pro Sekunde mal T. Das andere hattest du ja hier schon rein verpflanzt, also das ist eigentlich alles raus. Und das sind immer noch 500 Millimeter? Richtig. Gut, jetzt sieht man schon im Grunde genommen, dass ich diese Zahl auf die andere Seite bringen könnte. Und ja, keine Ahnung, ich weiß immer nicht, wie ich es machen soll. Wenn ich es rüberbringe, weiß ich schon, dann wird es ein negativer Wert, aber vor negativen Zahlen habe ich immer keine Angst. Also, dann mach das doch einfach. Dann muss ich 500 minus, und das mache ich natürlich jetzt in einem Schritt, 960, man könnte auch gleich schreiben, minus 460 mm ist gleich. Stimmt das eigentlich? Wenn du jetzt in der Prüfung bist, machst du es wirklich einfach gnadenlos mit deinem Taschenrechner. Minus 960 gleich und wehe, das stimmt hier jetzt nicht. Also grünes Licht. Das heißt, jetzt bleibt nur noch das hier über. So, und jetzt kannst du natürlich schon sehen, was wir hier eben mit dem Plus gut hingekriegt haben, dass ich natürlich jetzt also hier minus diese 0,6 also da abziehen muss. Dann kriege ich also insgesamt 1,2, minus 1,2 plus 0,6 ist 0,6 Meter pro Sekunde mal T. Alter, ey. Ja, so ist es. Ich habe das nicht erfunden. Ich habe euch die Aufgabe auch nicht angetan. Ich finde sie auch schon richtig sportlich, um ehrlich zu sein. Einfach, weil man hier wirklich gnadenlos brav bei der Rechnung bleiben muss. Naja, Minus und Minus ergibt also, kann man zu Plus verwandeln. Also mal minus 1 heißt das Zauberwort immer. In Klammern heißt es dann mal minus 1. So, ja. So, dann wird natürlich im Prinzip aus dem Minuszeichen Plus und so weiter, bla bla, habe ich fertig. Und jetzt siehst du natürlich schon sofort, dass ich das T ausrechnen kann, indem ich natürlich einfach mal freilich frei nach Robin Hood, hätte ich beinahe gesagt, 460 mm geteilt durch, nicht durch 0,6, weil du denkst bitte hier schön fein an die Meter, das sind also, sonst schreib es einfach erstmal hin, 0,6 Meter pro Sekunde geht nach oben, ja, und dann bleibt das T natürlich über. So, und jetzt siehst du schon mal 1000, dann hast du hier unten deine Millimeter und dann ist das hier weg. Also müsstest du bitte Folgendes teilen, weg damit. 460 geteilt durch 600 ist gleich 0,76 Periode Sekunde. Das ist praktisch die Zeit, die der Kamerad hier beschleunigt. V ist gleich A mal T, also kann man sagen, für die Beschleunigung, Beschleunigung des Vorhubs schreibe ich einfach mal hin, weil im Prinzip hättest du natürlich den ganzen Mist auch mit dem Rückhub rechnen können, dann hättest du andere Zahlen halt rausgekriegt. Beschleunigung des Vorhubs, Doppelpunkt, ja, kein Thema, Dickerchen, hier steht es doch schon, auf die Geschwindigkeit, dann ist das A nichts anderes als V geteilt durch T und wir kriegen raus 0,8 Meter pro Sekunde mal dieser Zeit hier, ich schreibe die jetzt einfach mal mit 0,76 Periode und dann mache ich das Quadrat hin, dann kriege ich da raus, ich habe die Zahl ja noch im Taschenrechner, ich kann ein bisschen mogeln, 1 durch x gleich mal 0,8, habe fertig und dann bin ich bei 1,04 Meter pro Sekunde Quadrat. Mein Gott nochmal.
Das ist mein Ergebnis für die Beschleunigung. So, und jetzt kannst du natürlich sagen, alles klar, für die Verzögerung des Vorhubs, Doppelpunkt, da ist natürlich die Zeit nur halb so groß. Das heißt, dann muss die Beschleunigung eigentlich doppelt so groß sein. Ja? Mach doch hier bitte einfach T halbe dahin, dann siehst du schon, alles klar. Dann ist das also doppelt so groß. Also schreib es doch vielleicht einfach hin. Beschleunigung ist gleich zweimal der Verzögerung. Ist mir jetzt scheißegal, ist nichts anderes als 0,8 Meter pro Sekunde. Und diese Zeit ist ja nur halb so groß, also kannst du ja sagen 0,76 Periode geteilt durch 2. Das wäre das ganze Gebilde und Quadrat nach oben hin. Also ich rechne einfach im Grunde genommen diesen Zahlenwert, den ich jetzt dort vorne im Taschenrechner habe, hin und schreibe dann 2,08 Meter pro Sekunde Quadrat dahin. Und ja, so ist denn der Rechenweg. Entweder tippe ich es halt ein oder ich mache es eben so, wie ich es jetzt hier wollte. Und wenn ich das dann hier mit AB und AV dann im Prinzip mit Beschleunigung und Verzögerung beschreiben will, dann sollte ich jetzt eigentlich meine Schuldigkeit getan haben. Keine Ahnung, ob das hinhaut. Hängt alles immer von der Fragestellung ab. Rechnen können wir alles. Es muss nur eindeutig in der Aufgabenstellung spezifiziert sein. Und ich hoffe, wir sind mit den Daten, die wir hier haben, so auf dem richtigen Weg. Und vielleicht war das für den einen oder anderen ja dann doch eine hilfreiche Lösung. Bis zum nächsten Mal.